Herzlich willkommen zum Infovideo bezüglich des BF3-Servers. Und ja, ich mache es heute einfach mal ganz kurz und knapp, damit das hier nicht ein zu langes Video wieder wird. Und zwar sage ich euch jetzt die Voraussetzungen, wie ihr auf den BF3-Server kommt. Vielleicht erstmal allgemein zu den Umfragen, die es nicht auf Facebook mitgekriegt haben. Ich hatte ja eine Umfrage gemacht, oder die das Infovideo nicht gesehen haben. Ich habe eine Umfrage gemacht, soll ich einen BF3-Server machen, ja oder nein? Antwort, die Umfrage fiel auf ein Ja und daraufhin folgt dann eben halt die Frage, wie viele Slots es denn sein müssen oder sein sollen. Es wurde da auf 32 Slots gewotet. Gut, werde ich jetzt auch erstmal machen. Allerdings, eine Voraussetzung ist jetzt allgemein erstmal für den Server. Der Server wird erstmal bloß einen Monat existieren. Ich will es gerne erstmal testen mit euch. Will gucken, wieso da wieder so drauf gespielt wird, ob der eben halt genutzt wird oder nicht, weil wenn ich jetzt für 32 Slots miete und im Grunde sind nachher bloß im Durchschnitt 10 Leute drauf am Tag, dann brauche ich da keinen 32-Slot-Server mieten, dann reicht es da auch, wenn ich, sag ich mal, später einen 16er-Slot-Server miete. Und ja, kommen wir jetzt erstmal allgemein zu den Voraussetzungen, wie ihr auf den Server kommt. Erste Voraussetzung ist erstmal, ihr müsst von meinem Kanal Abonnent sein, weil ich möchte gerne mit meinen Abonnenten spielen und nicht mit irgendwelchen Fremden, die jetzt hier dieses Video sehen und sagen, ach ja, ich möchte hier einfach mal mitzocken. Weil ich will mit meinen Abonnenten spielen und nicht mit irgendwelchen Leuten, sag ich mal, die durch Zufall jetzt auf dieses Video gestoßen sind. Und ja, warum? Also ja, wieso ich das wissen möchte, also warum, ist doch, vielleicht manche denken sich, warum ist das jetzt denn, wieso muss man sich dafür bewerben für den Server, man kann einfach preisgeben. Nein, es geht eben halt darum, dass das ein privater Server ist. Er ist also, er ist zwar 24/7 dann online und ja, ist allerdings privat, also wir werden euch dann ein Passwort und so weiter dafür alles geben, für Serverdaten und so weiter und so fort. Ja. Dann benötigen wir noch natürlich euren Battlelog-Namen, damit wir wissen, wer auf den Server denn drauf ist, weil wir wollen es gerne so machen, Leute, die nicht auf dem Server rauf, also nicht, sich nicht beworben haben für den Server, werden dann auch einfach vom Server geschmissen. Weil, sage ich ganz ehrlich, weil irgendwelche Leute da, die jetzt da wieder durch andere jetzt dazugekommen sind, weil die das Passwort weiter verraten haben, möchte ich eigentlich nicht gerne auf dem Server sehen. Ich möchte gerne wirklich mit meinen Abonnenten spielen. So, dann möchte ich allerdings auch noch einen ganz kleinen Text von euch haben, warum ihr gerne auf diesem Server spielen wollt. Ich möchte jetzt nicht einfach hier lesen, ich will auf den Server, weil ich deine Videos cool finde. Oder ich möchte auf den Server darum. Lasst euch mal einfach mal was Kreatives, kleinen Text einfallen und ja, der Server wird auch wahrscheinlich von drei Leuten gehostet, denke ich mal, also zwei mindestens, also der eine bin ich, der andere ist der Arne und einen dritten habe ich da auch schon im Kopf, wer es wahrscheinlich machen wird. Und ja, fällt mir jetzt noch irgendwas ein. Also wie gesagt, Server ist bloß einen Monat. Erstmal, danach bin ich auch erstmal einen Monat weg, kann also den Server gar nicht neu machen. Möchte dann auch erstmal gucken, wie das so ist mit dem Balancen, wie viele Leute jetzt nur gespielt haben. Ach so, und bezüglich, es können sich natürlich mehr als 32 Leute bewerben. Fakt ist einfach, ihr müsst natürlich, also es werden niemals alle 32 oder alle 32 Leute wahrscheinlich da sein. Gleichzeitig, daher können sich meinetwegen auch 50 Leute bewerben. Natürlich werden alle dann zugelassen zum Server, halbwegs dann ein vernünftiger Text da ist. Und ja, im Kreis hatte ich gerade jetzt noch im Kopf, habe ich schon wieder vergessen. Text, Bewerbung, ein Monat. Ja, eigentlich war es. Ach so, genau. Ihr könnt. So, wo ihr könnt mir natürlich eine PN schreiben. Ihr könnt mir allerdings auch eine E-Mail an walitzkilp@googlemail.com schicken. Warum und so weiter. Abonnenten, also wenn ihr eine private E-Mail schreibt, dann bitte mit euren YouTube-Namen. Damit ich das weiß, wie euer YouTube-Name ist. Natürlich Battlelog-Namen und auch einen kleinen Text. Und ja, ich würde einfach mal sagen, das war's jetzt. 5 Minuten reichen aus. Wir sehen uns beim nächsten Video.
wahrscheinlich Battlefield F1 oder sonst wo. Und ja, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und schreibt fleißig Bewerbungen. Bis dahin, ciao, ciao.